Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück bei mir. Okay, irgendwie hatte ich ein Intro im Kopf, was besser ist und das habe ich jetzt einfach vergessen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, deswegen zeige ich euch einfach zwei XT-Fine-Clips. Oh shit. Nach so vielen Betas und Alphas und Playtests und noch mehr Tests und Verschieben und Verschieben und Verschieben und Geschrei der Community ist es endlich da. Wir können alle seit knapp einer Woche XDefiant spielen, das fertige Game oder auf dem Weg dahin fertig zu sein. Mit mehr Maps als vorher in den Playtests, mit mehr Waffen als vorher und mit mehr Funktionen als vorher und mehr oder weniger aber den gleichen Problemen, die wir von Anfang an hatten. Und ich weiß, dass ihr ein Review haben wolltet und deswegen kriegt ihr das heute. Reden wir gar nicht groß darüber, wie der Release von XDefiant war. Sprich, dass wir den ersten Tag eigentlich nur damit verbracht haben, auf eine leere Lobby zu schauen, weil das Matchmaking irgendwie nicht klappte und die Server abgebrannt sind. Und das ist etwas, das hat COD bei den Update-Tagen genauso. Das hat COD, wenn COD released seit Jahren. Das haben andere Games. Das ist jetzt kein reiner Negativpunkt, der nur XDefiant betrifft. Aber ich frage mich als normaler Spieler, wie es sein kann, dass diese Entwickler und Publisher seit Jahren wissen, dass solche Games am Release-Tag von mehreren tausend und abertausenden Leuten gleichzeitig gestartet werden soll, warum man, was die Serverkapazitäten angeht, nie in der Lage ist, darauf vorbereitet zu sein. Und wenn man es notfalls so macht, und ich meine, das ist jetzt ja nicht gerade, dass ich hier eine Einstein-Idee bringe, aber dass man verschiedenste Regionen mit einer Stunde oder halben Stunde oder zwei Stunden Unterschied ranlässt. Es ist doch scheißegal, ob erst Europa dran ist und eine Stunde später Australien und dann Nordamerika und das oder Südamerika oder sonst wer. Hauptsache, dass man diese Millionen Spieler, die gefühlt alle gleichzeitig starten wollen, egal welche Uhrzeit, in welchem Land oder in welchem Kontinent gerade ist, dass man das nicht auf die Reihe bekommt, ist für mich absolut faszinierend, hat dafür gesorgt, dass viele von uns am Release-Tag da saßen und teilweise 3-4 Stunden wirklich nur auf Monitor gestartet haben. Klarer Negativpunkt für das Game, genauso wie für alle anderen Games, die das leider genauso machen. Jetzt ist das natürlich nicht der einzige Punkt, der irgendwie gut oder schlecht ist. Das Game hat noch viel mehr. Aber, und ich werde euch erklären, warum ich das so sehe, ich bleibe bei meiner Meinung, die ich bei der ersten, ich glaube vor einem Jahr bei der Alpha hatte. Und dann gab es ja die Beta oder sie haben es Playtest genannt. Und dann gab es ja vor kurzem noch einen Playtest. Dieses Game hat sich seit dem Playtest nur in einer Sache grob verändert. Und zwar, dass der Input-Delay, den wir in dem Playtest hatten, sowohl mit Controller als auch mit Maus und Tastatur viel, viel besser geworden ist. Das heißt, es fühlt sich nicht mehr so langsam an zwischen ich gebe meinem Controller einen Befehl und der Charakter im Game führt diesen Befehl aus. Das haben sie mit dem Netcode besser hinbekommen. Es ist noch nicht perfekt und man muss es fairerweise sagen, COD ist so das Paradebeispiel dafür, wo man, was Input-Delay angeht, seit Jahren so ziemlich das Optimum rausholt, was man rausholen kann. Egal wie das Movement in dem Game per se ist, wenn ich auf meinem Controller eine Eingabe mache, ist es in Call of Duty seit Jahren einfach so, und das ist ein Fakt, dass der Charakter sehr, sehr schnell flüssig übernimmt. Was bedeutet, ich habe Kontrolle über das, was ich gerne machen möchte. Wenn kein SBMM hat, merkt man aktuell noch nicht allzu sehr, weil gefühlt nur die schwitzigsten Leute spielen. Das ist einfach so, das ist gerade bei so neuen FPS-Games am Anfang so. Das wird sich mit der Zeit auch ändern. Das Problem bei XDefiant ist, und es hat mehrere Probleme,
Das Größte für mich ist, die Hit-Registration in dem Game fühlt sich komplett off an, genauso wie sich das Movement anfühlt, als wenn ich auf Schlittschuhen unterwegs bin. Das gesamte Feeling von meinem Charakter, wie ich springen kann, wie ich rutschen kann, wie ich mich bewegen kann, ist komplett clunky. Als wenn mein Charakter irgendwie 50 Kilo Übergewicht hätte und er es nicht hinbekommt, flüssige Bewegungen zu machen, flüssiges Movement, was für ein FPS-Game unfassbar wichtig ist. Das gesamte Movement fühlt sich komplett off an, würde man sagen mittlerweile. Das war ein Problem in den Playtests, das war ein Problem in den Betas. Mark Rubin, der Entwickler, der bei XDefiant für Ubisoft arbeitet, hat gesagt, ja, das ist alles so gewollt, es soll sich anders anfühlen als COD. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist, solange kein Game sich wirklich traut, Call of Duty von den Mechaniken und MW3 macht es sehr, sehr gut. Vanguard hat es, was Movement angeht, damals perfekt gemacht, meiner Meinung nach. MW19 hat es gut gemacht. Wer sich nicht traut, diese Mechaniken anzugreifen, wird auch immer deutlich im Schatten sein. Und es geht gar nicht darum, dass ich hier als, COD-Creator irgendwie COD besser sprechen möchte, als es ist. Call of Duty ist seit 5 Jahren komplett ass. Das Einzige, was sich da jedes Jahr ändert, ist ein bisschen das Movement. Das wird mal besser gemacht, mal schlechter gemacht. Ansonsten, ich spiele kaum noch Call of Duty, weil es mich kaum noch interessiert. Jetzt kommt Black Ops 6, da kommt natürlich wieder Vorfreude, das ist jedes Jahr. Die lasse ich mir auch nicht nehmen, ist ein Treyarch-Game, ich freue mich riesig drüber. Aber XDefiant's gesamtes Movement und das gesamte Gameplay fühlt sich einfach nicht beeindruckend an. Was dafür sorgt, dass es irgendwann relativ frustrierend ist, weil man einfach im Kopf mehr machen möchte, als das, was der Charakter einem sozusagen anbietet. Und das größte Problem, was XDefiant aktuell hat, und wirklich mit Abstand das größte Problem, man spielt auf gar nichts. Man kann eine simple Gold-Bronze-Silber-Tarnung erspielen, indem man gottlos reingrindet, aber das war's schon. Ob man gewinnt oder verliert, so what? Ob man eine 10er-Streak hat, eine 5er-Streak, eine 15er-Streak, eine 20er-Streak, so what? Es interessiert keinen, weil es gibt keine Streaks, es gibt nichts Großes, was man irgendwie erspielen kann. XDefiant ist genau dieses Game, was man sich in den Playtests vorstellen konnte. So ein nice-to-have, free-to-play-Game, was man zwischendurch mal 1-2 Stunden spielen kann und für die Mehrzahl der Spieler, vielleicht nicht für alle, aber für die Mehrzahl der Spieler, wird das Game dann nach 1-2 Stunden halt ausgemacht, weil dann ist es halt durch und dann spielt man irgendwas anderes. Damit wird man aber weder Spieler catchen können, noch wird man diese Spieler auf Dauer behalten können, noch wird man irgendwie von der Anzahl und der Größe der Spielerschaft irgendwie große Sprünge erwarten können. XDefiant ist wunderbar aufgeräumt und die Aufsätze sind einfach gehalten, erklären genau, was die Aufsätze machen. Das sind alles sehr coole Features. Ich komme super einfach in die Modi, die ich spielen möchte. Es fehlt Suchen, Zerstören. Da soll wohl ein ähnlicher Modus demnächst jetzt kommen. Hätte ich mir eigentlich von Anfang an gewünscht, aber okay. Jetzt ist halt auch noch 5 Wochen Preseason, dann fängt die erste Season sozusagen an. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, XDefiant ist kein Game, wo ich Bock habe, irgendwie alle paar Tage überhaupt mal groß zu spielen. Das ist vielleicht mal so am Wochenende, wenn man irgendwie von COD oder Tarkov oder so die Schnauze voll hat. Ein cooles Game, was man so 1-2 Stunden wirklich anfassen kann. Danach interessiert es aber nicht mehr so sehr, um ehrlich zu sein. Danach ist es dann vergleichsweise eher, ja, ich weiß nicht, langweilig klingt ein bisschen hart und dafür wird es dann wieder so unnötig Kritik geben, aber es ist mein Feeling dabei, so. Es ist egal, was ich da mache, es fühlt sich dann irgendwie nach einer Stunde alles gleich an. Die Maps sehen auch cool aus, das ist alles okay, aber es ist nichts Besonderes. Und dadurch, dass die Hit-Registration so richtig ass ist und das Movement so richtig clunky, gibt es auch wenig Möglichkeit für mich, da Dinge rauszufiltern, auf die ich Bock habe, ewig zu grinden. Weil ob meine M4 jetzt oder meine AK eine Goldtarnung hat oder nicht in dem Game, ist mir persönlich ehrlich gesagt völlig egal. Und ich habe viele Kommentare jetzt so in den letzten Shorts gesehen, die ich hochgeladen habe, über XDefiant, wo viele tatsächlich ähnliche Sachen sagen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was eure Meinung ist. Findet ihr XDefiant ist richtig heftig geil oder findet ihr es auch, dass es ist halt okay, aber es ist einfach nichts Besonderes und wird deswegen auch, wenn es denn überhaupt lange so überlebt, auch nie wirklich eine große Spielerschaft erreichen? Lasst mich eure Kommentare wissen. Ich bin sehr gespannt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.